Das ist hier die Kastelle, wie heißt das? Monument for Denmark's International Effort since 1948. Monument, okay. Da. Ah, das ist so eine alte. Das ist Kastelle. Nee. So ein Bastion hier. Die haben sich verteidigt hier. Das ist so ein Graben mit Wasser hier rundherum. Und das sind die alten. Hier so Militärhäuserchen da draus. Sieht echt gut aus. Das ist so oldschool, traditionell, dänisch. Wirklich schön, ja? Kleinen Sonntagsspaziergang hier. Center for Reservisten. Winterforce. Mars und Merkur. Geil. Dänemark ist so top. Ich habe mich in die Stadt wirklich verguckt. So freundliche Leute hier, so herzlich willkommen. Man fühlt sich so willkommen hier. Das Wetter ist zwar kühl, aber die Leute sind wie so eine warme Decke, die einen so zudecken hier. Aber richtig Vollgas gegeben gestern. Kein Abschutz gehabt, aber es war schon Hardcore-Party auf jeden Fall. I love Denmark, baby. I love you. Ihr habt sehr freundliche Männer und sehr hübsche Damen hier. Nettes Völkchen. Ein nettes Völkchen. Und guck mal, was hinten ist. Das habe ich gesucht. Stadion. Ist es das Stadion? Sieht so aus. Dieser Parkenstadion. Hm? Gelbe Häuserchen. Rote Häuserchen. Ich habe noch eine sehr spannende Geschichte mit Schweden. Konkurrenz. Schwedische Königreich gegen das Dänische. Da war mal ein Winter 1658, der war so kalt, dass das die Ostsee zugefroren ist. Und die schwedischen Soldaten über das Eis gekommen sind, ja? Nicht mit dem Schiff. Und die Dänen waren abgeschnitten von der Außenwelt und die Holländer haben denen geholfen mit Essen. Und deswegen sind die bis heute mit den Holländern befreundet und haben hier auch so Windmühlen, wie in Holland. Oder wie in Bremen. 1725, das ist ein bisschen später gebaut worden. 290 Jahre alt ungefähr. Ne, 300 Jahre alt. 299 Jahre alt. Krass. Checkt's aus. TV Plauze. Baby. Und seid bitte nicht neidisch. Weil Plauze ist halt Macher und macht's halt einfach, ne?